Ja, hallo und herzlich willkommen bei XPX Gaming, euren YouTube-Kanal. Ja, wir spielen eine Runde Battleborn. Wir können die Reihe nennen wir Noob spielt Battleborn, weil Online-Shooter bin ich eigentlich nie so gut. Wobei ich behaupte von mir überhaupt nicht, dass ich ein wirklich sehr guter Spieler bin, also ich spiele zum Spaß. Ja, ich habe mir Battleborn zugelegt. War relativ günstig gestern beim Saturn. Ich will zwar keine Werbung machen, aber nicht einmal 20 Euro. Man dachte, okay, kann man es nehmen. Ich weiß, dass Overwatch der direkte Konkurrent ist. Aber Gearbox hat ja auch Borderlands gemacht. Borderlands gefällt mir gut. Alien Colonial Marines, das Thema lassen wir mal, weil das haben sie auch gemacht. Aber da gibt es ja schon etliche Videos auf YouTube, die was das bearbeiten tun. Alien Colonial Marines. Hatte das Spiel nämlich auch. Und das war, naja. Ja, die Battleborn-Videos kommen jetzt so zwischendurch einmal. Am Abend um 19 Uhr kommen im Fest irgendein Video. Momentan ist noch Quantum Break. Oder nachher wird es dann Uncharted wieder werden. Das sind fixe Videos, fixe Bestandteil dabei. Und die, was ich so zwischendurch aufnehme, so wie die Division mit Freunden oder Battleborn, so solche Sachen kommen zwischen den aktuellen Titeln. Aber ich habe mal gedacht, ich bringe euch jeden Tag um 19 Uhr mal ein Video, dass ich jeden Tag was tut auf meinem Kanal. Weil nichts an meinem Kanal tun, das ist auch blöd. Ah, der Clapture, oder? Na, der heißt der Battleborn anders. Na, fangen wir mal an. Ich habe nur gehört, dass es am Anfang eine recht lange Einstiegssequenz gibt. Es ist jetzt ein bisschen was nicht, also länger was nicht von mir hören, aber ich komme dann wieder. Das wünsche ich uns mal viel Spaß. Fangen wir mit Battleborn. Bringen wir dich mal auf den aktuellen Stand. Also, vor verdammt langer, langer Zeit meisterte die allererste Zivilisation des bekannten Universums eine Idee in einen Stein. Ja, das heißt natürlich, dass es wichtig war. Es ging dabei um das Ende. Laut dieses Steins würde eine Zeit kommen, da alles verschwindet. Sogar die Sterne selbst. Dunkelheit würde die Himmel verschlingen und nach Jahren von, sagen wir, einer Endlosschleife extrem übler Tage, bliebe nur ein Stern übrig. Wer noch konnte, würde vor der Dunkelheit und den Todeszuckungen des Universums zu diesem letzten Stern fliehen. Aber diese Versammlung brachte nicht Einheit, sondern Krieg. Krieg zwischen Wesen und Zivilisationen. Krieg gegen starke Feinde. Die Verhelsi und den Betrüger Rendain. Doch der Stein spricht auch von Hoffnung. Champions, die sich aus der Asche des Konflikts erheben. Die, nun ja, das Licht anlassen wollen. Und hier kommst du ins Spiel. Aus diesen Helden wirst du eine Streitmacht bilden. Du wirst sie lenken und trainieren. Und wegen dir gibt es noch Hoffnung für das Licht. Sie nennen sich die Battleborn. Und für dich, Commander, kämpfen sie gemeinsam oder sterben allein. Also, wenn man an Steine glaubt, womit wir wieder beim Stern wären.
word be sending. If it goes down, it's up to us to stop intrigue. This is the last chance to form an alignment and shorten the distance to the plan. Wish we had a fortune teller crystal ball in hand. Cause can't see in the dark, not even retina scan. Deep in the future, we dig a hold of the prospect. Something toxic got in. We're foreign objects, war and problems. We gotta get over. This affects the whole. We can't split soldiers. The last remaining. If we stop fighting each other, we might actually save it. It's difficult when we're all apart to make it easier. The enemy invited us all. Now that we stop the bickering, we get double-crossed by a tract of trickery. How much we care. No, that's a lot. To be free, gotta think out the box. Outline, apply, use cunning or be shot. Space, we continue to fight on and right the wrong just to keep the lights on. Noch nie was dagegen, Ränder in die Tour zu vermasseln. Wo ist die Überläuferin? Ich bereite die Pyroshow für das Großevent vor. Wir haben nur eine Chance mehr. Bereit? Nein! Scheiß drauf! Bringen wir es hinter uns! Übermittle Maker die Missionsdaten, Cleese. Schon dabei, Captain! Einen Moment. Oh, ist das Cleese? Du hast Cleese auf diese Mission mitgenommen? Da bist du ja. Folge einfach dem Wegpunkt. Er sollte dich direkt in den klaffenden Schlund des Todes führen. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Melka. Ja, herzlich willkommen wieder bei Tobi XPX Gaming bei New Playing. Achso.
Noob Blade Battleborn. Okay, der ist ja noch tot. Ja, aber jetzt kann man sich ja. Sorry, ja. Da habe ich einen übersehen gehabt vorher. Haha. Oder? War da nicht einer? Damals haben wir ja gestartet. Nochmal. Blam, 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 blam. Da, ja. Also, ich habe mich über das Spiel überhaupt nicht informiert. Nicht wirklich. Wie gesagt, gestern 20 Euro bei Saturn gesehen, aber da kann man nehmen. Da ist ja vor kurzem erst erschienen ist. Ja, man dachte, nein, nehmen wir es halt. So. Siehst du einen Weg durch diese Tür? Ja. Notfalltransportsender oder Kontrollpunkt. In der Nähe ist gleich einer. Okay. Okay, es war Munition. Okay. Okay, ich glaube, das ist der Kontrollpunkt, den wir mal benutzen. Ach so, das sind die Aufrüstungsdinger. Okay. Ja. Geht das als Kontrollpunkt dadurch? Ne, ich habe null Ahnung. Bevor wir auf uns gestellt sind. Ha, gierige Bastarde. Mhm, das ist alles bekannt, nur gewisse Anzahl respawnen. Okay. Ich weiß nur, dass ein direkter Konkurrent ist das Spiel zu Overwatch. Also Overwatch ist ja dasselbe Prinzip. Nur. Haben es zwei Spiele um dasselbe Prinzip und einen Monat kurz hintereinander released. Das finde ich auch ein bisschen doof, aber. Was ist mit diesen M1-Einheiten los? Die sind defekt. Wie schlampig. Wenn ich noch bei Minion Robotics wäre, müsste jemand dafür gerade stehen. Schalte sie zur Sicherheit aus. Dass noch einer zu Hause anruft und die Überraschung verrät. Mach ich. Na, habe ich ausgeschaltet. Na bitte. Gibt's keinen Nahkampf? Oh. Irgendwie sagt man, dass das nicht der beste Nahkampf. Besser als auf dem Schiff rumzusitzen. Hohe. Bitte eine Meinung. Na? Geht nicht. Gehen wir da rauf. Na, das geht auch nicht. Ach so. Probieren wir den neuen Angriff mal aus, oder? Hoppla! Ja.
super. Ja, sie ja so super. Aber da drin wäre auch nicht geschossen. Ah, da ist er. Wer genau ist denn die Überläuferin? Ja. Habe ich das noch nicht gesagt? Es ist Deander, die Spionin der Jeneriten. Jetzt im Ernst? Der Hand? Ziemlich verrückt, was? Sie hat den Jeneritenwiderstand seit der Machtergreifung des Lord Commanders angeführt. Und diese durchgesickerten Infos, das war auch sie. Können wir ihr wirklich trauen? Das finden wir wohl gleich heraus. Bewegung. Der Helophage ist in deiner Nähe. Bewegung, Bewegung. Muss ich es überhaupt abschießen? Das ist ja immer die erste Frage. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, Noob trifft Battleborn. Ja, ich verabschiede mich jetzt nicht, weil es ist ja Online-Spiel und dann ist es wieder so blöd mit Schneiden oder dann so wie bei Quantum Break, dass du wieder unterschiedlich lange Folgen hast und das ist ein bisschen nicht so meins. Oh, ich mag die Wumme. Wo hast du die her, Captain? Eine modifizierte VFR-Maschinenpistole. Oh ja. Mit Cleases Handschrift. Ja, zur Funktion in Kombination mit deiner grausamen Entstellung. Das ist ein Eldritch Bio-Panzerhandschuh. Das oder eben grausame Entstellung. Na los, probier's mal aus. Nee. Das macht so viel Spaß. Ja, kann schon sein. Aber was soll ich ausprobieren? Die grausame Entstellung? Was schießt du auf mich? So, und da hinten gehe ich irgendwo hin. Gut, da haben wir was eingesammelt. Das ist ja mal nicht so schlecht. Aber das kapiere ich jetzt noch nicht ganz. Da hinten gehe ich auf. Scheinbar doch nicht. Oh ja. Da gehört er auf, aber da gehört er sicher wieder von da hinten auf. Oh, ich habe überhaupt kein Skill in dem Spiel. Galt, sind wir soweit? Wir sind bereit. Mega ist fast am Treffpunkt. Gut, weil ich gleich meinen zweiten Verrat für heute begehen werde. Was ist das? Ich hab's gebaut. Nein! Achso, das unterstützt mich. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht.